Herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play, dem zweiten Let's Play. Es ist eigentlich kein richtiges Let's Play. Es ist eigentlich die Aufnahme meines Streams, die ich vom Empire Tycoon gemacht habe. Viel Spaß beim Schauen. Vielleicht könnt ihr das Spiel für euch entdecken. Ja, wollen wir mal gucken hier. Also Schwierigkeitsgrad. Was wollen wir denn? Welche Farbe nehmen wir? Okay, jetzt eine normal. Ja, Movie Freshness. Ja, gucken wir mal uns die ganze Chose an hier. Neues Game. Ab geht's hier. Ach, wir schaffen das auch ohne Tutorial. Da bin ich von überzeugt.
Hoffentlich liege ich nicht falsch, ne? Ist das eine Werte bei Box? Admin. Okay, wohin bin ich? Also ich bin blau. Wahrscheinlich ins Channel Studio dann. Tja, Content Spezialist. Scriptwriter, die machen mir irgendwas. Mein Gott, was können wir hier alles machen? Mit Püßen, naja. Ja, jetzt muss ich wahrscheinlich hier die Movies dementsprechend ausrichten auf die Zuschauer, ne? TV-Ads sind wahrscheinlich die Werbung, Audience, Zuschauer, Movies, ja. Das ist Marketing Response for the Audience, okay? So, also wir haben hier ältere Leute. Ja. Und wir haben Athleten. Tja, Dokumentation, würde ich sagen, geht immer klar. Haben wir noch eine? Genre, Software Blocks, Rating, Movie. Ja, dann brauchen wir vielleicht was anderes sein. Sport. Movies. Achso, Sport. Achso, hier ist eine Dokumentation. Ich bin auch behindert. Aber Action. Was ist denn Sport? Ach, wir machen Sport hier. Minis. Und die Dokumentation. Achso, das sind ja schon wieder andere.
Das ist dann jetzt so weiter die Ads. Also Geeks und Children. Ich habe hier so eine Liste, da gucke ich das mal so ein bisschen nach. Geeks und Children, also Geeks Plus auf Dokumentation und Children auf Rot. Ja, Fantasy. Fantasy trifft deren Geschmack genau 100%. Also, dann machen wir das. Ja, TVS machen wir auch. Schauen wir rein. So. Haben wir dann? Männer und Rocker. Action, mal direkt ohne nachzugucken. Action oder ja, Action oder Horror. So, dann nehmen wir uns mal raus hier Horror. Aber das sind zwei. Action und Horror. Heißt Orleans, ja, kann ich jetzt noch nicht sagen, was da rein muss. Müssen wir uns mal überraschen lassen. Ich könnte was planen, aber ob es dann passt, keine Ahnung, wahrscheinlich nicht, ne? Ja, hier läuft gerade die Show von den Rockers. Wir haben da leider nichts. Wir brauchen, ja, weiß ich nicht, was wir brauchen, neue Blöcke. So, wo können wir noch hingehen vielleicht? Advertising Technology Area. New Channel Workers. So. Dann können wir mal ein neues Skript writen lassen. Ja. Wir sind ja eh random. Insofern, ich sag jetzt mal, Game Show ist neutral zu fast allem, also, lass mal eine Game Show machen. Upgrade Worker Level, Produce Higher Billboards. Ja, Upgrade den Worker, dann wird er besser. Ich brauche neue Bürostühle wahrscheinlich. Channel Studio. Offers new contracts while paying established fee. Ja, das wollen wir nicht. Ne, das wollen wir nicht. So, jetzt haben wir noch, wo wir noch einen einstellen können. Mal gucken, was wir dafür einen kriegen. Grants knowledge of one additional audience groups also increase viewers in 1%. Ich glaube ja fast, wir sollten noch einen
10% mal Einkommen hört sich auch nicht schlecht an. Prozent bei 200.000 sind 20.000 extra. Ja, hat er sein Geld schon verdient, ne? What the fuck, habe ich jetzt so schnell vorgespult hier? Ich muss meinen TV-Plan machen. Wieso sitzen hier auf einmal drei? Wie weit habe ich vorgespult? Okay. Wir haben keine Nachrichten. Was kann man hier noch machen? Ja, Logan Moore, ich habe meine Arbeit beendet und wie das so geplant war und ich bin bereit für eine neue Aufgabe. Das Skript ist ready, liegt auf meinem Tisch. Ich hoffe, du magst es. Denk dran, wir sind erst am Anfang, geht auch weiter, bla bla bla. Mit der Frau da hinten, wie sieht's los, wo du bist halt. Okay, da will Sportmovie mit mindestens Rating 3,6. Tja, weiß ich nicht, ob das zu realisieren ist. Das weiß ich nicht, ob das zu realisieren ist. Ja, es ist also unter Durchschnitt die Qualität, aber wir hier Ringedong, Ringledong. Save Script, okay. So. Was machen wir? Nochmal, Game Show. Bessere Game Shows machen. Nächstes. Brauchen wir einen Sport? Eigentlich, ach, Sport brauchen wir. We need a movie script filled with actors in its production. Okay. Ja, dann habe ich mich natürlich hier auch ein bisschen verkalkuliert. Gehen wir mal so lange zurück ins TV-Programm. Schauen wir mal, was da los ist. Vielleicht wissen wir schon wieder was. Women and Geeks. Women's and Geeks. Schwierige Kombination sieht es hier so aus. Vielleicht eine Game Show. Wir machen eine Game Show. Da haben wenigstens die Frauen was von. Game Show. So, wie finden unsere alle Zuschauer denn das jetzt bis jetzt? Ja, das ist doch schon mal gut. Fame Channel, also wir sind noch vorne.
Ja, wir haben schon viele Zuschauer, aber nicht die meisten. So wie es aussieht. Rot hat noch mehr Zuschauer. Ich stelle mal wieder ein bisschen schneller. Ich glaube, eine Stunde lang läuft das alles. Zwanzigtausend Leute gucken es insgesamt. Männer mögen gerne Action. Action oder Sport. Action, Freshness 16%, also. Ist auch nicht fresh. Ja, was mögen Männer denn noch? Was ist am liebsten? Blau. Horror oder Science Fiction? Und Western geht auch zu. Western. Western ist das was für Geeks? Ja, geht auch, klar. Ja, schauen wir mal um hier. Rot hat nur 68.000. Wir haben also hier deutlich, deutlich, deutlich die meisten Views. Primetime, es gibt das gibt auf jeden Fall krass Kohle. Sportmovie 21 Uhr. Kann ich nicht mehr umplanen. Rockers und Männer. Ja, Action. Klar, Action. Was ist mit Rockern und Science Fiction? Nee, ist nicht so. Horror. Horror vielleicht noch. Horror oder Action? Ja, das ist ein bisschen blöd gemacht, man muss es hier wahrscheinlich kennen, irgendwie so ein bisschen. So ist es halt. Gehen wir mal nach oben gucken. Jeopardy. So, neues Skript. Was soll sie machen? Sie soll mal lernen ein bisschen Sport. Sport ist immer gut. Ja, wie können wir denn dann die Talkshow hier realisieren? Müssen wir gleich gucken. Ja, so jetzt kommen wir wieder in den Vergleich. Wir haben
Ja, mit die meisten Zuschauer, die meisten. Wir sind im Fame auch relativ weit vorne. Momentan. Okay, die wollen nicht mitspielen, weil wir noch Fame haben. Wir sind also nicht berühmt genug. Ja, was nehmen wir denn da? Hier, Game Show. Fragezeichen. Vier brauchen wir. Zwillermann, der macht mit. So. Welches Format für eine TV-Show? Können wir hier die Punkte verteilen, was wahrscheinlich bedingt wichtig ist. Was jetzt wofür genau wichtig ist. Was ist denn wichtig hier bei so einer Show? Post-Production auch bestimmt wichtig. Ach so, okay. Man kann die Punkte nicht einzeln verteilen, sondern immer wenn es drüber ist, muss man, kurz schon von 4 auf 5 scannen will, muss man 5 Punkte geben. So. Charakter, Anime, die Vorbereitung. Das ist frei, okay. Action, los geht's. Läuft hier unten, wir haben 207.000 Zuschauer, die anderen haben weniger. Wir schauen mal ein bisschen schneller. Wir verlieren ein bisschen, aber die anderen. Da geht's auch. Was ist das für ein Sport? Okay. W. Hashtag. Die erste. Safe Script. Das brauchen wir jetzt nochmal ein Sportding. Sport.
Tomorrow, Athletes und Rocker. Athleten und Rocker, was eine Kombination. Action. Ja, Action wäre schon okay, sehe ich schon. Action würde gehen. Aber wir haben keinen Action. Ich glaube, ich muss das Spiel mal langsam stellen. Irgendwie zieht hier alles an mir vorbei. Also nochmal Athleten und Rocker hatten wir gesagt, wollten wir Action nehmen. Das passt bei Männern auch gut. So, wie sieht's aus? Wir haben jetzt wieder nur 100.000 Zuschauer, während die anderen alle weit nicht, ja doch, bei 150.000. Da ist das schon so. Mal, was der da an News hat. Können wir Movies kaufen und verkaufen? Vielleicht sollten wir uns da mal bedienen. So, bei Movies, der ist 5,5, ist schon nicht schlecht. So, ein paar Movies gekauft, ein paar Filme gekauft. Jetzt geht's weiter.
So, jetzt schaue ich mal. Ja, das sind Geeks und ältere Leute. Und vorher kommen noch mal Männer. Ja, Männer wollten Action sehen, ne? Geeks wollen keine Action. Für die Älteren und die Geeks wäre eine Dokumentation. Ja, was nehmen wir dann für die Männer? Ja, sorry, ich stelle mich gerade ein bisschen schwer an hier. Das ist alles nicht so einfach für mich. Es ist schon 5 Uhr morgens. Ich habe Bock, das Game zu zocken. Ich habe gedacht, komm, wenn ich es gerade zocke, nehme auch ein Let's Play auf. Nehmen wir einen Horror mit hier. Oh, das erste Movie ist fertig. Ja, jetzt bin ich gespannt. We have organized an inclusive meeting. Also, wir haben ein exklusives Meeting, ein Treffen mit der Film und Presse gemacht. Und das wird auch das erste Mal sein, außerhalb der Produktion des Teams, dass jemand das sehen wird. Die Gedanken darüber. Ja, die Gedanken darüber werden entscheiden, wie gut das Video ist. Also ist eher so ein Durchschnittsmüll geworden. Nichts Gutes. Tja, die anderen haben irgendwie krass viel mehr Zuschauer. Woran kann das liegen? Wo ich eigentlich der famste Channel bin. Ah, hier kriegen wir Werbung her.
Fuck that shit. Okay, Tag 2 beginnt anscheinend. Der Tag ist rum, gefinished. Ja, gehen wir wieder rein ins Büro, ne? Gucken uns mal die Shows an, was das abgeht. Ja, das Game, ganz ehrlich, früher, vor 20 Jahren oder vor 15 Jahren, wo es das mal gab, ne? Wo es, da war das irgendwie, da war das nice, aber heute ist es irgendwie, ich meine, okay, hey, klar, ich spiele es, ja, okay, ich zock's gerade. Aber irgendwas fehlt mir. Ich denke, ich habe hier auch schon einiges gesehen und ihr auch. Das war auf jeden Fall erstmal der erste Blick in das Game rein. Ich denke, wir machen an der Stelle auch Schluss und vielleicht schaue ich später nochmal rein, dann gibt es noch einen Anhang zum Video oder ich packe das hinten dran, ich muss mal gucken. Also in diesem Sinne, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, euer Garak, macht's gut, ciao, ciao.